Nein. Wollen wir nicht beenden. Oder Gedächtnis einer Klinge. Gucken, ob der das markiert. Was sogar hier um die Ecke angeblich. Würfel. Hä? Rechts ums Eck, ah ja. Karten lesen müsste man können. Thalers Haus tatsächlich. Gucken, ob der gute Mann da ist. Treten wir dem mal gewaltig in den Hintern, dass der die Informationen rausrückt. Boah, hier stinkt es nach Geld. Hohoho. Hier stinkt es nach Geld, nach vielen Orans. Steh auf, Digga. Ich bin Hehler. Ach was. Womit handelt ihr denn so? Mit allem, was sich lohnt. Hätte ich gar nicht gedacht. Also, was darf sein? Ich will mein Schwert haben, du Arsch. Hab ich zwar schon, ich will wissen, wo du es her hattest. Zeigt mir eure Waren. Das können wir später machen. Ich mach erstmal das Oberste. Die Wachen haben ein Hexerschwert bei euch gefunden. Was geht euch das an? Berengar hat euch aufgesucht. Es war nicht sein verdammtes Fleischermesser. Woher wisst ihr das? Ich hab den anderen Plunder eures Freundes noch. Anderen Plunder? Genau. Das bedeutet alles. Nur kein Schwert. Klar? Also, woher habt ihr das Schwert? Was springt für mich raus? Ich steche euch nicht ab. Gut. Ich hab's einem Mann in der Taverne zum haarigen Bären abgekauft. Beschreibt ihn. Er ist der berühmteste Würfelspieler hier. Wie kommt ihr an Berengars Eigentum? Von einem Zwischenhändler. Wo finde ich ihn? Im haarigen Bären. Der Mann heißt Coleman. Wie kommt ihr an Berengars Eigentum? Von einem Zwischenhändler. Ich bin nicht ein Zwischenhändler. Frag mich nicht. Er hat für Kalkstein gearbeitet. Diese Information bekommt ihr umsonst. Für alles andere müsst ihr zahlen. Erklärt mir, warum die Wachen euch tolerieren. Man muss eben wissen, wie man sich selber schützt. Sich selbst schützt? Sowohl Wachen als auch Diebe brauchen mich. Ich habe Abmachungen mit beiden. Und das macht mich unberührbar. Ach so. Also, was darf sein? Spasti. Ihr spielt? Ich bin ein begnadeter Pokerspieler vor dem Herrn. Warum? Wollt ihr spielen? Ihr seid ein dilettantischer Amateur. Belästigt mich erst wieder, wenn ihr etwas Übung habt. Also. Habt ihr von den Salamandern? Ja, aber ich habe keinen blassen Schimmer, was die Reptilien wollen. Amphibien. Was? Salamander sind Amphibien. In welcher Beziehung steht ihr zu ihnen? Ich weiß es nicht. Macht ihr Geschäfte mit den Salamandern? Wie kommt ihr denn darauf? Wie kommt ihr an Berengars Besitz? Ich bin Hehler. Glaubt ihr, ich frage jeden Dieb, wen er für seine Waren pimpern musste? Salamandra hat es auf Hexer abgesehen. Berengar verschwindet und seine gesamten Habseligkeiten landen bei euch. Klingelt da was? Berengar geht mir doch am Arsch vorbei. Meine Lieferanten wissen vielleicht was. Ich würde nicht lange überleben, wenn ich Ware verkaufen würde, bei deren Beschaffung ich die Hand im Spiel hatte. Ich glaube euch. Ihr habt Beziehungen zur Wache. Könnte wertvoll für Azar sein. Ich muss vor den Salamandra beschützt werden. Daher mache ich mit den Wachen Geschäfte. Sagt ihr. Ich bezahle Vinzenz Dorftrotteln ein paar Münzen. Und die sorgen für meine Sicherheit. Ich glaube euch. Ohne Beweis keine Schuldzuweisung. Nehmen wir also vorerst an, dass ihr es nicht sagt. Aha. Hundekot! Was für eine schlaue Analyse. OMG. Wenn ihr mehr Informationen braucht, kommt rüber. Dann reden wir. Leg dich nicht schon wieder faul in dein Bettchen. Also,
Was darf sein? Gucken, was er so anzubieten hat. Hab ewig keinen Händler mehr gesehen. Vielleicht kann ich ihm... Vielleicht kann ich dem die Ringe und so verkaufen, was ich hatte. Ich glaube, einen habe ich noch. Lune der Sonne, Waffenausbaustufe, Chance auf kritische Treffer, Einstellung um Blenden 25%. Ja. Hat er keine Orange? Ja. Weg mit dem Müll. Jo, und das war's auch schon. Mehr kann ich ihm gar nicht andrehen. Wir müssten mal zu Kalk stammen, weil der ist alles schon Mist. Dem könnten wir Zutaten verkaufen. Ich bin nicht der Typ, der Tränke braut. Ich kaufe mir die Sachen lieber. Ah, Feuersteine habe ich genug. 20 Stück. Die reichen mir erstmal. Ja, das heißt, wir müssen ins Gasthaus, definitiv, und ins Krankenhaus. Die zwei Plätze müssen wir auf jeden Fall noch abklappern heute. Das wird dann so das Tagesziel sein, denke ich mal. Und vielleicht schaffen wir es sogar doch noch irgendwie zu dem komischen Lagerhaus. Das würde mich ja brennend interessieren, was da drin abgeht. Krankenhaus ist hier vor uns. Das heißt, mal kurz auf Stopp machen. Wir gehen aber wahrscheinlich erstmal zum Gasthaus, würde ich sagen. Würde ich jetzt für sinnvoller halten. Berengas Geheimnis, das machen wir später weiter. Ja, wir gehen mal zum Gasthaus. Gucken, ob ich einen Weg dahin finde. Warum das ist? Dann suchen wir uns anschließend einen Weg hier ins Krankenhaus. Was ist das? So, jetzt sind wir wieder beim Tempel. Ich werde sterben. Ich weiß es. Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Die Gesellschaft hat nicht zu dem gemacht, was ich bin. Infanterist des Ordens. Auf jeden. Was ist denn das Gasthaus? Überflüssiges Gefasel. Was ist das denn? Das verstehe ich nicht. Raffel. Bin ich so dumm oder was? Muss ja unten in die Gasse, das verstehe ich. Oh, da hinten ist doch gar keine Tür gewesen. Hier war eine eine Carmen. Ein echter Wolken. Wo ist das Gasthaus? Oder der Eingang zumindest?
Ah, Gasthaustür. Hä? Ich war schon, das sag ich doch schon, Bug. Gasthaus zum Heiligen Bären. Wollen wir mal schauen, was da drinnen vor sich geht. Ich glaube, wir müssen jetzt zwei oder drei Leute hier befragen, die wir jetzt im Questbuch stehen haben. Da hinten ist ein Zwerg, das ist wahrscheinlich dieser Spieler. Kellnerin, noch ein Spieler. Gehen wir es das zum Schankwirt. Auch vorher würde ich sagen, speichern wir. Bevor ich hier eine falsche Antwort anklicke oder sowas. Wir brauchen ja Informationen, die müssen wir uns erstmal beschaffen. Jetzt können wir die Quest ja nicht abschließen. Schau an. Schwerter auf dem Rücken, weißes Haar. Seid ihr aus dem Zirkus ausgerissen? Beleidige mich nicht. Habt ihr ebenfalls Erfahrungen im Zirkus gesammelt? Spitze Zunge, guter Mann. Was kann ich euch bringen? Was hat es mit diesen Wetten auf sich? Unterhaltung für die kleinen Leute. Zwei harte Burschen kämpfen und wir wetten darauf, wer gewinnt. Und was springt für diese armen Irren dabei raus? Gold! Die Zuschauer lachen sich ins Fäustchen, während die Jungs Dampf ablassen. Und wenn was schief geht, kriegen die Hunde was zu fressen. Okay. Ade. Wissen wir Bescheid, ne? Ja, Boxkämpfchen können wir später machen. Keine Herausforderung? Geralt, es ist Ewigkeiten her. Ich glaubte Soltan nicht, als er sagte, ihr wäret wieder da. Ich bin es, Munro. Verbannte? Der Krieg? Ihr Soltan und ich halfen ihnen. Das müsst ihr doch noch wissen. Wie ist das Leben so? Kann ich klagen. Ich habe einen guten, ruhigen Job als Hausschmeißer. Das ist ruhig. Die Gäste machen alles unter sich aus. Es ist ein ruhiger Ort. Kein Vogel scheißt in sein eigenes Nest. Interessant. Spielt hier jemand Würfel? Ich würde sagen, ich spiele professionell. Lust auf ein Spiel? Nichts für ungut, aber ich spiele nur mit Profis. Spielt mit Carmen im Bordell gegenüber. Und ihr könnt mit Soltan üben. Ein Bordell? Oh, lei. Was? Seid ihr ein erfahrener Faustkämpfer? Hab ein gerüttelt Maß Kopfnüsse verteilt. Warum? Ich habe Fettfred besiegt und suche einen neuen Gegner. Ihr habt etwas gegen Dicke? Ja. Ihr habt gerade Butterbohnen angemacht. Wie hoch ist der Einsatz? 75 okay, bin Orange. Im Rennen. Ich bin dabei. Kämpft ihr oder seht ihr zu? Keine Herausforderung?